mein Gott. Es reicht's. Ich hab dir schon 100 Mal gesagt, dass du nach vorn schauen sollst, wenn du fährst. Wo kommt der denn hier? Danja, hilf doch. Vor allem mit deinem gekauften Führerschein. Es scheint Ihnen schlecht zu gehen. Mir geht's auch nicht gut. Junger Mann. Die Stoßstange ist im Eimer. Können Sie mich hören? Hallo? Hören Sie mich? Junger Mann? Geht's Ihnen soweit gut? Herr im Himmel, ist die schön. Sowas habe ich bisher nur im Kino gesehen. Nicht aufstehen, ganz ruhig. Sie sollten sich nicht bewegen. Schön liegen bleiben. In Hollywood-Filmen. Das ist heute schon der zweite angefahrene Fußgänger. Ihre Papiere. Bitte, bevor Sie etwas missverstehen. Ich bin nur der Beifahrer. Und wer hat am Steuer gesessen? Na, wer wohl? Meine Braut. Hm. Hat mal gerade 4 Wochen den Führerschein, verstehst du, Chef? Weiber. Das war klar. Weiber. Junge Frau, Ihre Papiere bitte. Wir sind im Wagen. Was? Genosse Polizeiinspektor. Helfen Sie doch mal. Bitte helfen Sie mir. Also, ich bin bei Rot rübergegangen. Ich hab gedacht, ich schaff's schon irgendwie, aber da hab ich mich mal wieder geirrt. Sie hatten Rot? Mhm. Bravo! Ehrlicher Bursche, wie ich schon sagte, Chef, er hat sich einfach vors Auto geworfen. Danja, das ist doch gelogen. Genosse Inspektor, bitte hören Sie mir zu. Seine Ampel war grün und meine war rot. Das habe ich leider viel zu spät gesehen. Was redest du denn bloß? Sie hat 30 Kilometer Fahrpraxis, Chef. Also keine Ahnung. Der Kerl hatte rot. Ist was mit Ihrem Auge? Sie zwinkern. Ich zwinkere niemals, nein. Irgendwie hat mein Auge was abbekommen. Daran liegt es wohl. Hören Sie nicht auf Sie, Genosse Inspektor. Ich bin schuld. Ich glaube, Sie müssen erst mal ins Krankenhaus.